Hi, ich bin's, der Rudi. Auch angepisst vom Corona? Ich hab's mir auch anders vorgestellt. The day after. The day after tomorrow. World War Z. Und was passiert? Wir versterben hier an Langeweile. Aber ich hab mir gedacht, gehst mal unter YouTuber, nimmst ein Video auf, dann mir das noch passiert. Und zeig dir mal was aus meinem Laden. Tada! So, gestern habe ich zum Beispiel eine Gitarre repariert. War der Sattel kaputt. Da habe ich zum ersten Mal ein Zero Glide Nut System kennengelernt und eingesetzt. Coole Sache, da ist ein Sattel drin, ein Ersatzsattel, und der ersetzt dann natürlich den alten Sattel. Dieser neue Sattel, der ist ein bisschen tiefer gekerbt. Man sieht einmal hier die tiefen Kerben, wo die Seiten durchlaufen, und hier vorne ist so ein Rand, da kommt nachher, der ist wichtig für den Nullbund, für das Bundstäbchen. So, und ein normaler Sattel sieht dann so aus. Der ist nicht so ganz so tief gekerbt. Und der hat dann eben vorne eine ganz glatte Kante. Das ist dann quasi der Nullbund, wie wir ihn heute kennen. Früher hat man ja die Gitarren so gebaut, dass die am Nullbund immer ein Bundstäbchen hatten. Das war besser für die Intonation, für die Seitenlage, und fühlt sich so ungefähr an, wie wenn man eine Gitarre spielt mit einem Capo. Natürlich ist es dann so, dass man bei 20 Gitarren dann wieder eine Gitarre raus hat, was die Bundstäbchen angeht. Ja, diese Bundstäbchen, diese Metallstifte, die auf das Griffbrett aufgebracht sind, da sind hier in dieser Packung von diesem Zero Glide sind auch welche drin, weil die müssen ja quasi hier an diese Kerbe eingesetzt werden und werden dann quasi der Nullbund. Und die haben verschiedene Größen. Das ist ein Jumbo und ein Medium und ein, ja, weiß ich nicht, einigermaßen groß, einigermaßen klein. Muss man ein bisschen rumprobieren. So, und das ist ein ziemlich cooles System. Man merkt einen Unterschied. Das ist bei einer gut eingestellten Gitarre jetzt kein Quantensprung von der Spielfähigkeit. Das Ding spielt sich nicht von alleine. Aber es ist schon, man merkt es beim Spielen. Ich habe da aber mal was vorbereitet. Eine Framus Legacy Folk, ne, FF14. So, jetzt gucken wir uns hier mal den Sattel an. Der Sattel sieht da genauso aus, wie ich es eben gezeigt habe. Da sieht man es ganz gut. Hier ist der Sattel ganz normal so eingebaut. Knochensattel. Knochensattel sieht normalerweise dann so aus, dass er eben aus einem Rohling gemacht wird. So, das ist ein Knochenrohling, ein ziemlich großer jetzt in dem Fall. So, und der wird dann so lange gefeilt und gemacht und getan, bis er dann auf diese Größe ist. Deswegen, Leute, Knochensattel oder überhaupt Sattel austauschen, ist nicht mal eine Sache von 5 Minuten. Wie gesagt, nochmal eben zum Zeigen, da Sattel. So, und den rupfen wir dann raus. Na? Weg. Die andere Gitarre zum Einsatz, auch wieder eine. Framus Folk. Und da habe ich das Ding schon eingebaut. Da sieht man es ganz schön, ist hier das Nullbundstäbchen, da sitzt, wo es soll, und dadurch wird jetzt die Bespielbarkeit ein bisschen schöner. Und wer baut euch das Ding ein? Richtig, der Rudi. Ich bin für euch da, jetzt auch in der schweren Zeit, wo wir eigentlich alle zu Hause sein sollten, bin ich hier quasi auch in Einzelhaft im Laden. Aber ihr könnt mich erreichen unter smile@roadhousemusic.com, also per E-Mail. Über Telefon, da geht auch ein Anrufbeantworter dran, oder mobil, übers Handy, oder halt auch bei WhatsApp. Ja, WhatsApp geht auch. Also in dem Sinne, haut rein, seid tapfer.